Schau, das ist nicht so. Guten Tag, ja. Hallo. Aber auf jeden Fall kann ich nur landen, muss man sagen. Also sah schön aus. Da sind Flugstunden gewesen, versucht. Ja, also die Flugstunden müssen wir unbedingt auch mal bringen. Also ich kann zwar schon fliegen, aber das... Uiuiuiui. Der arme Helikopter. Ja, aber die Landung war echt, war sehenswert. Ja. Ja, aber das bringt nichts, wenn die Karre Schrott ist. Also Jungs, da müsst ihr noch ein bisschen trainieren. Was ist hier eigentlich mit der Waffe los? Ja. Zeigen Sie mal her, das gute Stück. Das ist doch... Mann. Haben Sie dafür eine Lizenz? Ja, aber natürlich. Herr Huberdiedl, dürfte ich das kurz kontrollieren? Nein. Doch, da bestehe ich aber drauf. Ich muss hier erstmal aufklären, was es denn gibt. Na, wir haben sie unterwegs gesehen, so, die von einem Kraftwagen versorgt wurden. Ich guck da mal nach. Ich habe dann die Waffen gesehen auf ihrem Rücken und... kommt da jemand? Der freundlich. Die Waffen. Und dann dachte ich mal, gucken wir mal nach. Schade ist ja nicht. Herr Hupedidl, wir haben ein Problem. Wir haben leider keine Waffenlizenz. Das kann ja gar nicht sein. Doch, das ist aber so. Schauen Sie mal an der Hosentasche nach. Chief Salix, kommen Sie mal bitte kurz. Ja. Gucken Sie nochmal bei dem Herrn, ob ich mich nicht verguckt habe. Aber ich sehe bei dem Herrn keine Waffenlizenz. Boah, da gibt es ganz schön was zu gucken. Moment. Ne. Keine Waffenlizenz. Herr Huppedidl, Sie wissen, was das heißt, ja? Ich darf mir jetzt eine kaufen gehen, oder? Nein, Sie legen jetzt die Waffe ab. Also, läuft wie folgt, ich mache sie los, sie legen die Waffe ab, ohne sich weiter zu rühren, gucken weder in Richtung des Chiefs, des Sergeant oder in meine Richtung, wen haben wir noch? Rekruten sind nicht so wichtig. Und dann läuft das hier ganz locker ab, okay? Ich werde sie dann mal losnehmen. Chief Salix, würden Sie bitte in Position gehen? Warten Sie, Sekunde. Ja, in Position. Nicht in meine Richtung, den Sie da. Herr Huppedidl, legen Sie die Waffe bitte ab. Voll der schöne Heli, oder? Der Huppedidl 3. Na gut, dann so, machen wir das. Ich werde sie jetzt entwaffnen. Sie hatten ihre Chance. So, damit ist das alles weg. Weil veralbern lassen auch wir uns nicht. Ich werde sie jetzt noch mal kurz heilen, weil sie wirken leicht angeschlagen. So, bitte sehr. Und ich denke mal, damit belassen wir das nochmal erstmal. Das sollte Strafe genug sein. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Und bitte denken Sie dran, sofern Sie alle Lizenzen haben und es alles legal vorhanden ist, können wir drüber reden. Ist überhaupt kein Problem. Aber sofern das nicht gegeben ist, sehe ich nicht ein, dass wir uns dann irgendeiner Weise darauf einlassen sollten. Ne? Okay, ja. Alles klar. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Schönen Tag noch.